Ich begrüße euch zu einer Folge Final Fantasy 5. Wir werden heute zurück zum Schloss gehen und nicht hier wollen, sondern wir werden es auch tun und dort der guten Kryle das Drachengras geben, das wir im letzten Part uns geholt haben, damit sie ihren wundervollen Winddrachen retten kann quasi. Wie damals auch unsere gute Lena. Und das machen wir jetzt auch mit ihren Drachen. Ja. Und dafür müssen wir zurück ins Schloss. Ich habe ewig nicht mehr aufgenommen. Es fühlt sich gut an, dieses Spiel da zu spielen. Egal, so, Schlossball. Guck mal. Hat sich gereimt. Wir sind zurück, öffne das Tor. Na ja, aber Suchmonster. Oh. Aber du musst dir schon was Besseres ausdenken, um die Soldaten von Ball auszutricksen. Oh Mann, ich hätte sogar Zeit für Plan B. Was ist Plan B? Ah, durchs Wasser oder was? Kommt ihr! Stehst du irgendwie in der Luft oder was? Was tut ihr da? Steht ihr in der Luft oder so? Das sieht so aus. Was zum Teufel? Das sieht seltsam aus, ganz ehrlich. Ah, Gott. Ah, ja, stimmt. Ah, dafür ist der Eingang. Also, den kennen wir ja auch schon. Hallo, das wissen wir da. Vergib uns, Euer Majestät, wir dachten, das sei wieder ein Trick von Extev's Tricks. Schon gut, auf dem Museum zu gehen, aber in Ordnung. Am nächsten Mal gewissern ich mich, ob es auch wirklich der Königs öffnen an das Tor. Ja, und dann ist es Extev und der bringt dich dann um wahrscheinlich. Egal. So, ging es hier hoch zu Kryle oder wo, ich weiß es nicht mehr. Sieht aber schon ziemlich richtig. Da ist sie. Hallo, Kryle. Kryle! Oh, Opa! Hallo durch, meine Kleine! Er ruft nach mir. Versuche nicht zu sprechen! Er ruft, Guido ruft nach mir. Guido? Beeilt euch, findet Guido, bitte. Wer ist Guido? Ein Wahrsager, über 700 Jahre alt. Guido ist derjenige, der voraussah, dass die Kristalle in ihrer Welt verspringen würden. Und er ruft nach ihr. Vielleicht weißt du ja, wie wir gegen Extev angehen können. Sei stark, Ray, wir werden Guido aufsuchen. Du musst das noch ein wenig durchhalten. Aber ohne den Winddrachen. Keine Sorge, wir haben jetzt das Drachengras. Wirklich? Na gut, der Drache ist oben auf diesem Turm und ruht sich aus. Werdet ihr mich begleiten? Selbstverständlich. Was ist denn das für eine Frage? Wo finden wir diesen Guido denn eigentlich? Er liegt auf einer kleinen Insel nordöstlich vom Winddrachental gelegen. Okay. Nordöstlich vom Winddrachental. Nordöstlich. Gut, das merken wir uns. Ah, dann können wir gleich auf unseren schönen Drachen fliegen und hören wir dir das tolle Theme wahrscheinlich. Hallo. Hier ist das. Und du fühlst dich gleich besser. Das Gras hat all die anderen Winddrachen getötet. Kein Wunder, dass er es nicht essen will. Aber er will doch nicht alles essen. Er ist so schärft, lässt er sterben, wenn das Zeug nicht bald ist. Ist alles gut. Du kannst es gefahrlos essen. Siehst du, ich esse auch etwas. Lena, bist du von Sinn? Lena, hast du denn vergessen, dass Drachengras für Menschen giftig ist? Ich find's aber super von ihr. Sie nimmt dann immer so Qualen für die Drachen auf. Das hat sie auch schon bei unserem Drachen gemacht, indem sie einfach durch das giftige Gras gelaufen ist, um halt zu dem Gras hinzugehen, was halt nicht giftig war. Das sah seltsam aus. Braver Junge. Lena, Lena! Lena, halte durch! Trink das! Lena! Lena, bist du in Ordnung? Ja, danke, Kryle. Tu so etwas nie wieder! Das ist viel zu gefährlich! Verdammt, Lena! Wenn dir etwas passiert wäre! Verzeih mir! Kryle, sollst du nicht im Bett sein? Mir geht es gut!
Wow. Ja, das sieht man, Kryl. Kryl! Mach dir keine Sorgen um mich. Mann, oh Mann, ihr übertreibt es aber allesamt, so viel steht fest. Geh einfach zurück ins Bett, wie sie mir winkt. Du bleibst schön hier und ruhst dich aus, junges Fräulein. Ist gut. Kryl, danke, ich stehe in deiner Schuld. Du hast meinen Windtragen gerettet. Ich schätze, wir sind quitt. Danke. Das war aber nicht Lena. Lena hat vielleicht das Größte dazu beigetragen, weil sie das Gras gefressen hat, das er es auffrisst, aber wir haben auch was getan. Du musst jetzt aus, klar? Mach ich, und ihr passt auf euch auf. Auf zu Guido, den Wahrsager. Jawohl. Los geht's. Und ab dafür. Ah, Lena fliegt sogar. So. Dann suchen wir für diesen komischen Guido-Typen. Mal gucken, was das für einer ist. Ah, das ist super. So, warte mal, wo war das Drachen-Dingsbumstal? Warte mal. Hier war die. Ja, ich sehe schon die Insel. Also hier war die Stadt, dann ist es wahrscheinlich hier oben auf dieser kleinen Insel. Auf der. Das ist ja auch nordöstlich, genau. Guidos Höhle Eingang. Da wären wir also. Genau, hier muss Guido wohnen. Dann suchen wir ihn. Hals. Ein Erdbeben. Die Insel bricht auseinander. Wir müssen zum Winterabenteil zurück, schnell! Was? Das ist sehr verwaschen, diese Sicht gewesen gerade. Was zum Teufel passiert hier gerade? Ich wollte gerade sagen, irgendwie so, aber ja. Mohaha! Seht, was hier passiert, die gegen mich sind! Ah, armer Guido. Auch wenn wir ihn nicht kennen. Wow, das war ein spannender Ausflug. Ganz ehrlich. Oh Junge, jetzt müssen wir zurück zu Kryl oder was. Und wir sagen, dass Guido wahrscheinlich tot ist. Kannst du bitte... Wie landet man nochmal? Ach, ich darf nicht auf... Ja. Ich darf nicht auf Wald landen. So, nee, lass mich wieder durch, sehr schön. Oh, falsch. Kryl. So. Guido ruft. Ja, der ist doch jetzt... Hä? Was soll ich denn jetzt machen? Ja, also wenn er immer noch ruft, dann ist er wahrscheinlich nicht tot, oder? Dann sagt man, was ich machen soll, Leute. Dann mache ich es auch. Also manchmal sagt einem das Spiel nicht wirklich, was man machen soll. Ah, Gott, ich hasse es, dass man nicht über Berge fliegen kann. Badada, so. Muss ich jetzt hier irgendwas machen oder so? Oder vielleicht ist es einfach hier... Ne, von hier kommen wir ja, von hier kommen wir. Oder hier war der Platz, von hier kommen wir. Dann, was war hier drüben nochmal? Ah, hier war der Mukri-Wald, genau. Und hier war irgendwo das Mukri-Dorf. Wir können jetzt mal auf der Weltkarte gucken, was wir machen müssen. Wohin müssen eventuell. Also, Regol waren wir, Mukri-Dorf waren wir, Mukri-Dorf waren wir. Das war immer mal Quell. Da waren wir ja auch schon. Jetzt haben wir noch Schloss Surrogates, aber... Moment, nee. Dahin? Ich weiß es nicht. Also, wir haben jetzt einen Drachen. Wir können jetzt theoretisch überall hin. Außer wenn da halt Berge sind, wie hier überall. Dann wird das nix. Hier war Regal, oder? Ja. Badada. Aber das ist Schloss Surrogates. Nee. Okay, gut.
Oder war, da war, waren wir doch schon mal, oder? Ich weiß es nicht mehr genau. Da waren wir schon, ja, da waren wir scheinbar schon mal, alles klar. Und was war hier mal für ein Dorf? Ach, hier war... Warte. Hier ist Windra... War ich... Hier ist gar nicht... Na... Das ist weiter oben. Ich trotze. Ja, dann kommen wir da noch nicht hin, oder? Ja, da oben ist das. Kommt man hier raus? Ja. Dann würde man hier hinkommen. Gucken wir mal, was hier ist. Kannst du bitte landen? Wieso landet man einfach nicht? Ist doch dumm. Okay. Wir haben scheinbar keinen Grund des Hierseins, deswegen wir nicht rein können. Alles klar. Alles klar, gut. Dann müssen wir schon mal nicht hin. Hier scheinen wir nicht reinzukommen. Ohne ein Luftschiff oder sowas in der Richtung. Das war eine Höhle, okay. Was muss ich denn tun? Ich habe keine Ahnung. Und hier komme ich... Ja, ich muss jetzt irgendwas machen, weil hier komme ich überall nicht rein und so. Aber scheinbar sind wir bald mit Gardos Welt fertig. Aber ich glaube nicht, dass das Spiel schon vorbei ist. Glaube ich nicht. So, ich gucke jetzt mal nach, was ich machen muss. Also, angeblich müssen wir schon hier hin. Oh, wow. Nenn euren Namen und Grund des Hierseins. Wir müssen diesen Schalter da aktivieren, was auch immer es ist. Toll! Halt, das ist König Gardo vom Baal. Lasst ihn gewähren, ihr Idioten. König Zetzat führt die Flotte zu Exefs Schloss. Wirklich? Zetzat, er ist auch einer der Krieger der Morgendämmerung, richtig? Jemand, der Seite an Seite mit Vater gekämpft hat. Hier entlang, bitte. Bitte erscheint. Bitte. Erscheint euch etwas nützt. Ich greife zu. Danke. Okay. Ja, dann würde ich sagen, er kommt immer das Schloss oder so. Alles klar, ihr verteidigt das Schloss, das ist schön für euch. Das ist eine gute Sache. So. Was haben wir denn hier unten Schönes? Ganz viele Soldaten, die wahllos rumlaufen. Ihr sollt mit dem Drachen auf dem Schiff des Königs landen können. Ah, okay. Wenn wir es schaffen, die Barriere rund um das Schloss von Exef zu zerstören. Das wäre super. Exefs Schloss ist aber auf der Seite des Flusses stark befestigt. Die Ostseite hingegen ist nahezu ungeschützt. König Seth hat es fort. Er führt die Flotte zu Exefs Schloss. Wir verteidigen das Schloss, bis König Seth hat zurückkehrt. Seth hat, was ein Name. Okay, einmal ist innen. Sehr schön Waffenladen. Was gibt's noch Schönes? Ein Großschwert, ein Jagdspieß, ein Osafun und ein Giftbeil. Ich nehme einfach mal so ein Giftbeil mit so einem Osafune mit. Kann man vielleicht auch rauchen, wenn ich auch mal den Beruf wechseln sollte oder so. Ich nehme auch ein paar High Potions mit. Für nichts, wie habe ich genug eigentlich? Goldnadel. Klar, kann man auch mal mitnehmen, komm. Hier auch. Hier auch. Augentropfen haben wir noch genug. Ah, nicht, okay, alles klar. Und bei dir, was gibt es hier Schönes? Aha, den ganzen Stuff. Äther brauche ich unbedingt. Das sind ein bisschen zu viele. Zwei möchte ich mitnehmen. Dafür habe ich. Okay, 11 sind vielleicht ein bisschen wenig. Hütte habe ich. Ich nehme mal eine mit, die ich 10 habe. Okay, das passt alles. Das haben wir hier Schönes. Ah, hier kann man Zauber kaufen. Wundervoll.
wie es überall die gleichen gibt immer. Wow. Ausrüstung. Stirnband. Ja, nehme ich mit. Sehr schön. Ein Stirnband für den guten Bartz. Macht die Gewandtheit 1 runter und die Magieabwehr 3 runter. Magieabwehr ist bei Bartz echt schlecht, aber gut, ich nehme es einfach mal. So, hier habe ich eigentlich... Ne, ich habe genug Geld. Ich habe die alle schon. Ich wollte nur mal sicher gehen. So, dann pendeln noch mal kurz, würde ich sagen. Wie soll man da rüberkommen? WTF? Das ist seltsam. Wahrscheinlich von einer anderen Tür, oder? Aber das macht keinen Sinn irgendwie. Oder ist hier einfach ein Durchgang in der Wand? Das sieht man aber nicht. Das ist irgendwie doof gelöst, finde ich. Das ist seltsam gelöst irgendwie. Aber gut. So, dann haben wir diesen Bereich abgeschlossen. Dann haben wir jetzt hier noch zwei Wege nach oben. Dieses Lied weckt so viele Erinnerungen. Tetzat hat es früher sehr oft gesungen. Allegro erlernt. Sehr schön. Ein neues Lied für den Barden wahrscheinlich. Magie und Fähigkeiten. Bart singen. Ja, wundervoll. Wundervoll. So. Das ist eine gute Sache auf jeden Fall. So, Also wir wissen, was wir jetzt machen müssen. Wir müssen halt mit dem Winddrachen auf dem Schiff landen. Der Typ wird jetzt denken, hey, wer will da auf mein Schiff landen, wenn wir erst angeflogen kommen, aber dann wird er erkennen, hi, Galuf. Oh Gott, hier ist scheinbar die Schlossbibliothek. Das ist das älteste Werk in unserer Bibliothek, aber die Hälfte der Seiten fehlen. Es kann also nicht verstanden werden. Das ist doof. Mit diesem Buch hat das eine besondere Bewandtnis. Ich spüre es. Wir sind auf ein über 1000 Jahre altes Buch gestoßen. Leider ist nur die Hälfte davon erhalten. Lesen kann man dann also nicht so ohne weiteres. Den Namen wissen wir zumindest. Siegelschrift. Okay. Dieses Buch ist eine Chronik der Grausamkeiten, die Exdev vor 30 Jahren übers Land brachte. So ein Albtraum darf sich niemals wiederholen. Tja, Exdev ist halt wieder am Leben. Ich könnte schwören, ich habe gerade ein Buch gesehen, das genauso aussieht. Okay. Hat das irgendwas Besonderes zu bedeuten hier? Da drüben ist eins. Wie komme ich da hin? Das ist eine gute Frage. Vielleicht ist das Teil 2 oder so, was weiß ich. Kann ich da, wenn ich auch einfach durch die Wand laufen? Nee. Warte mal, da ist eine Treppe nach unten. Kommt irgendwie von hier dahin oder so? Ja, wenn, dann müsste die Treppe hinten irgendwo sein. Aber hier ist ja keine Treppe. Hä? Kommt man bestimmt noch irgendwie von unten dann hin. Ich denke einfach, von hier kommt man da hin. So. Ja, wenn Bartz ein Buch gesehen hat. Ja, wir waren noch nicht so drüben. Also, wie wir das gesehen haben. Egal. Fluch oder. Was? Fluch oder Segen? Ist das auch ein Barden-Ding oder so? Nö. Blaumagie. Was ist, ich guck mal bei Items einfach. Ups, nein. Was ist das? Oder ist es irgendein Zauber oder so in der Richtung? Ich weiß es nicht. Also, scheinbar nicht. Wann sind eigentlich unsere ganzen Berufe fertig? Galuf ist bald fertig, sehr schön. Und Lena ist auch demnächst fertig. Okay, alles klar. Ach so. Kann ich das jetzt den irgendwie bringen oder so? Kann ich das jetzt irgendwie hier daneben legen oder so? Nee. Okay. Was soll ich in diesem Buch tun? Hey, jetzt...
Ah, okay. Okay, es ist scheinbar Fluch oder Segen. Das ist wahrscheinlich bei F, oder? Ah, ist das hier? Hm, schlimm ist es hier, aber nur in den Büchern. Hm, okay. Ja, mache ich. Ich will mal kurz. Ich habe jetzt den Namen vergessen. Ich muss mal kurz. Oh, jetzt ist das früher da. Ich rede mal mit dir. Eventuell bringt das irgendwas. So. Ja, ich helfe dir. Also, Fluch oder Segen? Bei F. Ja. So. Register der Untiere. Bei R. Y bis Z. Nein. Nein. Hier. Ja. Und das hier. Wunderliche Ronka. Aha. Nein, hier dann. Ja. So, kriegt er dafür irgendwas, liebe Frau? Danke, ich gehe zurück in mein Zimmer. Wow. Wow! Das ist interessant. Deswegen ist es wahrscheinlich kein Regal. Toll. Kann ich eigentlich was lesen? Nö, schade. Von hier... Ja, genau. Ich bin ein Magier, der es versteht, mit Lanzen umzugehen. Das ist das Geheimnis meiner Stärke. Okay, interessant. Kann man hier was lesen oder so? Nö. Danke für die Hilfe vorhin. Ach, übrigens, es existiert doch angeblich diese seltsame Magie, die einen schweben lässt. Die soll irgendwo im Schloss versteckt sein. Hm, okay, alles klar. Neuer Zauber. Den möchte ich bitte haben. Warte mal, was? Wie krass ist das, oder? Etwas, das mich schweben lässt. Ich weiß es nicht. Ich glaube aber schon. Okay, ganz viel Gil, sehr schön. Hallo. Puh, ich komme gerade vom See in Norden zurück. Wisst ihr, dass der vom Bergen säumt ist nicht? Ich war jedenfalls dort oben und mich hat ein riesiges Auge angestarrt. Ein Wunder, dass ich lebend entkommen konnte. Ein riesiges Auge? Gehen da nicht deine Fantasie mit dir durch ein bisschen oder so? Irgendwo im Schloss soll also der Zauber versteckt sein. Gut, dann suchen wir mal danach, würde ich sagen. Ich will nämlich voll gerne den Zauber haben. Ah, jetzt bin ich hier wundervoll. Hier eventuell. Nice, Levita, sage ich ja. Sehr schön. Das ist eine Weißmagie, oder? Nein? Dann, ach ja, dann ist es hier eine Zeitmagie wahrscheinlich. Ja. Okay, alles klar. Dann haben wir doch auch die ganze Zeitmagie, oder? Nee, wahrscheinlich gibt es noch welche, aber die können wir bisher noch nicht sehen, weil... Keine Ahnung, was weiß ich. Wir sind halt noch nicht haben. Weil Weißmagie wird es auch nicht nur 4 Stufen geben, da bin ich mir ziemlich sicher. So. Sehr schön, dann war es ja ein erfolgreicher Part. Gut, dann würde ich sagen, sehen wir uns im nächsten wieder. Ja. Dann gehe ich jetzt hier zurück. Und wir machen uns im nächsten Part auf mit dem Winddrachen auf das Schiff zu fliegen. Das klingt relativ abenteuerlich. Jetzt muss ich das Schiff erst erfinden. Egal. Bis dann und ciao. Euer V-Row. Tschüss.